18:18 Orga TV, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Sven? Servus von mir auch, danke Orkide. Ach, ich durfte es endlich mal sagen. Endlich durfte ich auch mal Hallo sagen. Ja, genau. Ja, sonst Sven immer darf nie Hallo sagen, nee. Genau. Nee, es ist ein Skandal, aber er ist leider wahr. Orkide, ja. Was haben wir heute? Sven, Nonstop oder Layover? Layover, das müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen erklären jetzt. Ne? Genau, was heißt also, das? Also, ich habe mir da hingeschrieben, kommt man Nonstop zum Traumberuf oder muss man noch eine Zwischenlandung einlegen? Zum Beispiel vorstellen kann man sich das über das allseits bekannte Werbebeispiel, das uns in letzter Zeit immer im Radio offeriert wird. Genau. Von Saarbrücken über das Drehkreuz Nürnberg in die Sonne. Ob es jetzt sinnreich ist oder nicht so reich oder sinnarm oder wie es auch immer heißt, das kann sich dann jeder zu Hause selbst überlegen. Auf jeden Fall ist es die Frage, komme ich denn wirklich direkt zum Traumberuf? Oder muss ich Umwege gehen? Das werden wir sehen, ne? Das werden wir sehen, aber wir haben natürlich wieder Experten da. Genau. Wer sich Vier an der Zahl. Genau, wer sich das Ganze ausgedacht hat, das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Genau, und deswegen schalten wir mal in die Regie, bitteschön. Genau. Yeah, da sitzt links die Catherine Cooper. Und Andreas Keim. Der sitzt rechts und macht den Ton und links die Catherine, die macht die Bildregie. Genau. Und ja. Dann gehen wir rüber. Zur Kamera. Genau, zur Sabrina. Machen wir jetzt noch eine schöne Einstellung. Sabrina Trautmann steht an der Kamera. Ja, das super. Ist jetzt auch schön, da unten ist die Kamera. Guck mal, ist die riesig. Du. Riesig. Ja, und dann haben wir natürlich noch genau. Die Co-Moderatorin. Und unsere Co-Moderatorin heute, das ist die Inge Steinmetz. Inge. Die werden wir nachher noch öfters sehen. Die hat auch einen ganz wunderbaren Gast heute, der uns noch sehr viel Interessantes erzählen wird zum heutigen Thema. Ja, genau. Wir haben es ja schon gehört. Um was geht es jetzt genau? Gucken wir uns in der Sendungsvorschau an. Ne? Genau, Sendungsvorschau ab. Bildungsstreik. Studierende fühlen sich durch Einführung des Bachelors und Masters oft überfordert. Vorsicht, Jobbörse. Verlieren Unternehmen eventuell ihr Gesicht, wenn sie nur noch über Jobbörsen inserieren? Absagen über Absagen. Warum bekommen Bewerber so viele Absagen? Und die Ultimate Survivor Guide für Bewerber. Was ziehe ich an? Was bringe ich mit zum Bewerbungsgespräch? Ja. Ja, Sven, das war ja mal wieder einiges, ne? Das war wieder einiges. Dann müssen wir uns erstmal darauf konzentrieren, was jetzt überhaupt der erste Beitrag ist. Ne? Genau, und zwar, ne? Den ersten, den hat direkt unsere Co-Moderatorin gemacht, die liebe Inge Steinmetz. Und da geht's Life of a Bachelor Student, ein Sommermärchen. Ziemlich viel Ironie drin, ne? Ja, so sehe ich das auch, genau. Ziemlich viel Ironie. Aber ja, das ist ja oft so, ne? Das Bachelor und Master, so. Dass das Bachelor und Master. Man könnte es noch ein bisschen ist für die Studenten. Man könnte es noch ein bisschen ausbauen, sagen wir es so. Also auf jeden Fall, es ist zu viel Stoff für zu wenig Zeit. Und der interne Studiendruck ist halt einfach zu groß. Aber was genau jetzt da das Thema ist, das wird uns die Inge in ihrem Beitrag selbst zeigen. Film ab. Film ab. Ich bin total am Ende, ich kann nicht mehr weiter studieren, ist alles vorbei.
Hier sehen wir nun Steffi, die letztes Jahr exmatrikuliert wurde. Seitdem wird ihr Tagesablauf von anderen Dingen als ihrem Studium bestimmt. Im Zuge ihrer Frustration ist sie seitdem fast jeden Abend in ihrer Stammkneipe aufzufinden, um sich und ihr Schicksal selbst zu bemitleiden. Was genau ihr die Zukunft bringt, ist ihr dabei so unklar wie ihr Rausschmiss an der Universität. So, wie wir jetzt gerade auch gemerkt haben, Sven und Okida haben uns ja schon gesagt, dass es sehr viel spannende Sachen heute hier gibt. Wir haben unter anderem einen ganz wunderbaren Studiogast hier. Sie ist Diplompsychologin, seit 2,5 Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Schlüsselkompetenz an der Universität des Saarlandes. Herzlich willkommen erstmal Daniela Freiberger. Hallo. Ja, ich habe auch was Kleines mitgebracht. Werde ich jetzt gerade mal aufziehen. So, Moment. Was verbinden Sie denn mit so einem wunderschönen Hütchen hier? Moment, jetzt mache ich erstmal richtig. Das erinnert mich sehr an Studienabschluss, Aufbruch, Start. Ja, okay. Und das ist ja praktisch auch in dem Beitrag, den wir gerade gesehen haben, war es ja praktisch auch drin. Jetzt erstmal ein schöner, lustiger Anfang. Jetzt aber erstmal wollte ich auch mal wissen, allgemein und bestimmt auch die Zuschauer, was ist denn das Zentrum für Schlüsselkompetenz genau? Also das Zentrum für Schlüsselkompetenzen der Universität des Saarlandes, schöner langer Titel, ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung und es gibt seit ziemlich genau 3 Jahren. Und wir haben 3 Aufgabengebiete bei uns verankert. Das ist einmal der Career Service für die Studierenden, die Hochschuldidaktik für Lehrende und das Querschnittsaufgabengebiet Schlüsselkompetenzen. Dazu vielleicht direkt, weil das ein bisschen sperrig vom Titel ist. Da beschäftigen wir uns mit Personalentwicklung, mit Vernetzungsarbeit, mit Beratung von Fakultäten, alles zum Thema Schlüsselkompetenzen. Also das sind dann praktisch die 3 Aufgabenbereiche, genau, die Sie dann auch dort. Genau, und für die Studierenden das Interessanteste, weil es direkt an Sie gerichtet ist, ist mit Sicherheit der Career Service, wo wir halt neben dem Workshop-Programm, was wir anbieten, auch beraten zum Thema Karriere. Wir bieten Coachings an und vernetzen auch dort. Die Kurse, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, bauen die dann aufeinander auf? Oder kann man die in einer unterschiedlichen Reihenfolge hören? Gibt es da eine gewisse Logik dahinter? Also was uns ganz wichtig ist generell, sind die Workshops darauf ausgerichtet, Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, von denen wir denken, dass sie den Studierenden helfen im Übergang von der Hochschule in das Berufsleben. Ja. Und da gibt es dann Themen von Bewerbungsworkshops auf Deutsch und Englisch, Assessment Center Training, interkulturelle Kompetenzen, Stressmanagement, Kommunikationstraining, Präsentieren, alles was uns so einfällt. Und die kann man erstmal unabhängig voneinander besuchen, je nachdem wie man glaubt, was in das individuelle Kompetenzportfolio reinpasst. Wir haben ganz neu aber auch 2 Programme, das ist einmal das Teaching Assistant Programm und das Führungskompetenzen Programm, die in sich abgeschlossen sind und die dann auch aufeinander aufbauen inhaltlich. Also die müsste man dann ja auch in einer bestimmten Reihenfolge dann hören. Das ist auch sehr vielfältig, haben Sie ja gerade. Haben Sie irgendwas, was Sie sagen, okay, das sollten die Studenten auf jeden Fall aus ihren Seminaren mitnehmen, so eine bestimmte Message, die da auf jeden Fall rübergebracht werden soll? Ja, also neben den vermittelten Fachkompetenzen, von denen wir hoffen, dass sie dann in den Workshops rüberkommen, ist es uns natürlich ganz wichtig, dass die Studierenden sich einfach mal damit auseinandersetzen auch. Was brauche ich vielleicht noch oder was glaube ich, was würde mir gut tun im Hinblick auf meine individuellen Karrierewünsche, was ich neben meinen Fachkompetenzen, die ich ja weitreichend im Studium ausgebaut habe, lerne, was fehlt mir da vielleicht noch oder wo möchte ich es noch ergänzen, und damit sollen sich die Studierenden einfach auseinandersetzen, und bei uns können sie das in unseren meistens 1,5 oder ganztägigen Workshops in einem sehr individuellen, sehr kleinen Rahmen. Wir haben sehr kleine Workshop-Gruppen, die auch interdisziplinär sind, und da können sich die Studierenden einfach ausprobieren, und das ist uns sehr wichtig, dieses Interaktive. Okay, vielen Dank erstmal. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Das nennt sich Vorsicht Jobbörse. Geht darum, dass Jobbörsen fraglich sind, weil dadurch Unternehmen ihre Individualität verlieren. Das ist jetzt der Beitrag vom Andreas Keim. Den sehen wir jetzt. Film ab. Ja, zu lange.
Sie, der Personalchef, Sie werden hier nicht mehr gebraucht. Wir sind jetzt bei der Anhalter Jobbörse, bekommen lauter standardisierte Verfahren. Hiermit sind Sie entlassen. Tschüss. Das kann doch nicht sein. Arbeitsplatz per Anhalter. Ich suche eine Arbeitsstelle. Anhalter, Schwerpunkt Saarbrücken. Sieht alles ziemlich gleich aus. Nix. Was ist denn hier los? Warum bekomme ich nur noch standardisierte Bewerbungen auf den Tisch? Das kann ja nicht sein. Was meinen Sie denn dazu? Also ich würde persönlich eher auf unserer Homepage inserieren. Dann würden sich auch nur Leute bewerben, die sich wirklich für das Unternehmen interessieren. Gut, dann haben Sie eine Woche Zeit. Liefern Sie mir Ergebnisse. Herein. Haben Sie kurz Zeit, Chef? Ja, klar. Gucken Sie mal, was wir haben. Das sieht gut aus. Das ist doch genau das, was ich gesucht habe. Wunderbar. So was müssen wir haben. So, okay, jetzt sind wir schon wieder hier. Frau Freiberger, wir haben jetzt gerade den Beitrag gesehen zu Vorsicht Jobbörse. Wo sehen Sie denn selbst die Chancen und Risiken von Jobbörsen? Also eine Chance, wie man Jobbörsen sinnvoll nutzen kann, ist mit Sicherheit, dass die Bewerber, die potenziellen Suchenden, die Möglichkeit haben, relativ ökonomisch und in einer kurzen Zeit sich einen Überblick zu verschaffen. In dem Bereich, in dem sie suchen, zu schauen, was gibt der Arbeitsmarkt daher. Mhm. Und sie haben natürlich auch die Chance, da vielleicht Unternehmen zu finden, auf Unternehmen zu stoßen, die sie vorher nicht so unbedingt individuell kannten oder auf dem Plan hatten. Schade ist natürlich, dass einfach das Format irgendwie eine gewisse Individualität entbehrt, ja. Wobei es da auch Unterschiede gibt. Es gibt durchaus auch Jobbörsen, wo eine gewisse Individualität noch möglich ist, beziehungsweise die Unternehmen können natürlich auch immer auf ihre, haben ja die Möglichkeit auch auf weitere, auf ihre eigene Homepage zum Beispiel zu verweisen und sich da weiter darzustellen. Ja, das wäre dann noch eine andere Option praktisch, damit das zu verbinden. Ist denn Individualität Ihrer Meinung nach aus Sicht des Bewerbers als auch aus Sicht des Unternehmens möglich? In Jobbörsen? Ja, genau. Kommt drauf an. Also eingeschränkt mit Sicherheit schon. Also natürlich gibt dieses Format keine komplette Freiheit, einfach von dem Format, wie es ist, her. Mhm. Nichtsdestotrotz können die Unternehmen zumindest ja schauen, dass sie wirklich die Optionen, die da sind, ausschöpfen und dann halt auch darauf hinweisen, wo der Bewerber vielleicht weitere Informationen erhalten kann. Und der Bewerber auf der anderen Seite hat natürlich die Möglichkeit, selbsttätig aktiv zu werden, zu sagen, okay, da ist etwas, das interessiert mich, das ist mir vielleicht noch nicht umfangreich genug dargestellt, dann schaue ich, wo kriege ich vielleicht weitere Informationen her. Und wenn man jetzt an diese Lebensläufe denkt, die man da ja auch einstellen kann, dann gibt es durchaus Jobbörsen, wo man zumindest in Freitextfeldern noch ein bisschen sich selbst individuell darstellen kann oder über hochgeladene PDFs oder Ähnliches, die dann wieder individuell gestaltet sind. Also die Jobbörse, die wir zum Beispiel haben, bietet diese Möglichkeiten. Ja, also man hat da schon gewisse Alternativen, die man da wählen kann. Sollte denn Ihrer Meinung nach in Zukunft mehr oder weniger auf Jobbörsen gesetzt werden? Also für mich ist keine Frage der Quantität eigentlich, sondern der Frage, wie nutze ich Jobbörsen und was erwarte ich mir davon? Wenn ich es wirklich so nutze, dass ich sage, okay, es ist ein Erstinformationsmedium, ein breites Recherchemedium, wo ich mir diesen Überblick eben verschaffen kann, da kann ich das mit Sicherheit nutzen. Und ich kann es natürlich auch so sehen, dass ich sage, neben diesem Überblick, den ich mir verschaffe, beschäftige ich mich einfach auch mit dem Arbeitsmarkt. Ja. Und ich beschäftige mich vielleicht auch, wenn ich so einen individuellen Lebenslauf da erstelle, mit eben meinem Lebenslauf und leiste diese Arbeit auch frühzeitig. Ja. Und selbst wenn ich es vielleicht in der Jobbörse mal nicht nutzen kann, habe ich diese Arbeit schon mal gemacht und kann die dann ja auch in andere Formate übertragen. Okay, vielen Dank erstmal, Frau Freiberger. Gerne. Wir kommen jetzt auch wieder zu Sven und Orchide, die uns auch noch was zu sagen haben. Ja. Genau, wir haben auch was zu sagen, gell? Ja. Sven, Stichwort Jobbörse. Warst du schon mal auf einer? Nee, aber ich habe eine lustige Anekdote. Und zwar, es war wirklich ziemlich geil. Ihr kennt bestimmt auch diese Programme, wo man dann eintragen kann, was so seine Vorlieben sind und was ich dann mal später dann werden will. Weißt du? Auch mal gemacht, ja. Weißt du, was mir das Ding rausgeschmissen hat? Schieß los. Ich soll Metzger werden. Nee. Und es ist jetzt kein Witz, Fleischermeister. Sven und Metzger. Kannst du dir das vorstellen? Aber es war bei allen, es waren so stupide Sachen wirklich dabei. Fleischfachverkäufe, Bauarbeiter war beim einen dabei, weil er angegeben hat, er macht gerne Sport, ist immer noch meine Meinung. Aber, naja gut.
Lassen wir das. Kommt vor, ne? Manchmal kommt es vor, ja. Ja, wer hätte manchmal gedacht, dass vor. Du jetzt mit mir mal studierst hier, gell? Ja, du, also, boah, was ist das? Ja, Absage, studieren. Ja. Keine ausreichend. Oh, da muss ich jetzt auch mal gucken, was du da. Von uns da hat sich die Gruppe ja wieder so viel Mühe gegeben, ja, muss man jetzt gerade mal sagen. Leider haben wir eine. Ah ja, der, also das ist schön. Ist nix, da kommt einmal die Kamera. Toll. Leider haben wir andere Kandidaten, die uns besser gefallen. Ja, das Leben ist hart, ne? Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Ich lasse jetzt den weiteren Spruch weg. Wie kommst du denn zu so vielen Absagen, Sven? Also, meistens, also zumindest jetzt, um was der folgende Beitrag geht, der heißt ja auch zur Fatalität von fluchtartigen Absagen. Da ist die Grundlage, dass die meisten Recruiting-Maßnahmen mittlerweile halt standardisiert sind. Das heißt, es sind nur einzelne Merkmale in der Annonce aufgelistet. Zum Beispiel, ich muss besonders teamfähig sein oder ich muss besonders viel Engagement zeigen. Aber eigentlich wollen sie noch viel mehr erreichen und wollen eigentlich noch viel mehr Fähigkeiten und Merkmale halt darin haben. Und deswegen haben sie halt auch viel zu viele Bewerber, weil sie haben ja auch viel zu wenig halt nur reingeschrieben in die Annonce. Und deswegen müssen sie halt auch ganz viele Absagen schreiben, weil für einen Job dann 1000 Bewerber. Ne? Das ist traurig. Muss halt nur leider, ja. Der mit dem richtigen Profil ist dann der gewinnt. Ja. Gut. Aber dazu haben wir einen Beitrag, Sven, genau, ne? Genau, und jetzt habe ich so viel gelabert. Jetzt. Macht nichts. Macht nichts. Ja, den gucken wir uns jetzt mal an von Sabrina Trautmann. Auf geht's. Ich habe zwei Auslandssemester gemacht, das eine in Wien und das andere in Zürich. Ich habe bereits 5 Praktika erfolgreich absolviert. Ich bin in gemeinnützigen Vereinen tätig. Nee, also es geht gar nicht. Das sind einfach nicht die Bewerber, die ich brauche. Absage, 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 Absage. So ein Scheißunternehmen, die haben mir eine Absage geschickt. So, Frau Freiberger, jetzt haben wir gerade den Beitrag gesehen zum Thema Absagen. Das ist ja auch Ihr Themenbereich so ein bisschen. Wie sollten denn Bewerber mit Absagen umgehen, Ihrer Meinung nach? Also generell, so schwierig das manchmal ist, sollten Bewerber sich natürlich zunächst mal nicht frusten lassen. Ja. Das ist ganz wichtig. Also nicht schwierig sagen, auch, ja. Genau, es ist schwierig manchmal. Aber also es gibt einen Spruch von einem sehr hochkarätigen Referenten aus dem Career Service von Andersheim, der sagt immer, jedes Feedback, und das ist letztlich eine Absage ja auch, jedes Feedback ist Frühstück für Gewinner. Und so, wenn man sich das so ein bisschen zu eigen macht als positiven Wert, kann man vielleicht ein bisschen anders mit positiver Energie mit Absagen umgehen und es auch einfach als Chance sehen zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht auch an Bewerbungen noch weiter feilen, dass sie noch passgenauer dann auf das Unternehmen passen. Und da bieten wir zum Beispiel auch die Individualberatung Bewerbungsmappe mit dem Hochschulteam der Arbeitsagentur an, wo man sich individuell mit seiner Mappe hinbegeben kann und bekommt da in vertrauter Atmosphäre ein individuelles Feedback dazu. Also das ist eine Chance. Und das andere ist natürlich, man muss einfach es nehmen, wie es ist. Es ist nun mal so, der Arbeitsmarkt ist so. Mal passt bei dem einen das Profil ein bisschen besser, mal bei dem anderen, dann kann der wieder punkten. Und irgendwann
landet man dann auch mit Sicherheit den Treffer mit seinem guten Profil, was man mit Sicherheit hat, wenn man hier seinen Abschluss gemacht hat. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht Ihr Themenbereich, aber was würden Sie denn sagen, jetzt von der persönlichen Meinung her, wie sollten denn Unternehmen Absagen gestalten? Naja, generell kann man da natürlich nicht viel zu sagen, weil letztlich ist es die Autonomie der Unternehmen zu sagen, wie sie ihre Absagen gestalten. Wünschenswert ist mit Sicherheit eine generelle Wertschätzung, einfach, dass man sich überhaupt beworben hat. Aber letztlich ist natürlich, wie Sie schon sagen, unser Ansatz eher auf der anderen Seite, nämlich auf der Studierenden, die Studierenden dabei zu unterstützen, dass sie sich eben möglichst nicht frustrieren lassen und dass sie auch möglichst so gut auf den Bewerbungsprozess vorbereitet sind, dass sie gar nicht so viele Absagen bekommen. Also ist das praktisch, auch wenn sie eine Absage bekommen, als Chance sehen so ein bisschen? Und ja, soweit das möglich ist, aber einfach auch vorher so viel wie möglich tun in Richtung Potenzialanalyse und Ähnlichem, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass ich nicht so viele Absagen einfach bekomme. Okay, vielen Dank erstmal. So, wir schalten dann nochmal zu Sven und Orchide, die auch noch ihren Senf dazugeben. Ich wollte eigentlich überschwenken schon. Aber darfst du, wir haben ja schon, ne? Ich wollte jetzt gar nichts. Willst du noch was? Aber das fand ich ganz toll. Mit Frühstück, leider habe ich schon wieder vergessen, Frühstück, weil ich so vergesslich bin. Gut, ja, genau. Jede Absage ist Frühstück für Neues. Finde ich toll. Wirklich, für Gewinner. Also für Gewinner. Sven. Nee, finde ich wirklich toll. Super Übergang, die Ultimate Survivor Guide für Bewerbungsgespräche. Jetzt muss ich erstmal meinen Senf dazugeben. Da ich der deutschen Sprache sehr willig bin, möchte ich es natürlich noch übersetzen. Zu Deutsch, weil wir ja bekanntlich auch immer noch in Deutschland sind. Ne? Also, das heißt, das ultimative Überlebenshandbuch für Bewerber. So. Aha. Für diejenigen, die halt der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Danke für die Aufklärung. Um was es genau geht, unterschiedliche Möglichkeiten zu finden, wie bereite ich mich am besten auf eine Bewerbung vor. Da geht es zum Beispiel darum, gab damals mal, erinnert mich gerade dran, haben wir jetzt eigentlich gar nicht eingeplant, aber ich sage es jetzt trotzdem. erinnerst du dich noch, wie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident mal zu einem Arbeitslosen gesagt hat, dann rasieren Sie sich doch halt mal, wenn Sie sich bewerben gehen. Oh, nee. Und dann drei Tage später ist er da mit dem Vollbart. Ach ja, Politiker super. Halt, ne? Ja, also ich fand es spaßig. Okay, gepflegtes Aussehen, ist jetzt egal. So, genau. Über das Unternehmen natürlich informieren. Ganz wichtig, natürlich sollte man auch wissen, was da drin halt abgeht. Klar, also, selbstverständlich. Ne? Ja, wenn ich jetzt zu Adidas gehe, mich bewerben und dann sagt, der Haken als Marke ist ziemlich cool. Das könnte natürlich dann daneben gehen. Das geht daneben, genau. Natürlich daneben gehen. Was jetzt aber noch bei dem Beitrag jetzt wichtig ist, sind beschreibende Gegenstände. Genau, okay, was würdest du da mitnehmen, Sven? Das da nicht. Das ist mein Lieblingsspielzeug. Habt ihr es alle gehört? Wenn man jetzt mal genau guckt, also Ähnlichkeit? Entschuldigung. Also, sorry, musst du jetzt sagen. Ich bin dafür Ähnlichkeit mit einer watschenden Hand. Auf. Aua, war ein bisschen blöd. Aber es sind die Deutschlandfahnen, ziemlich cool. Ja, das ist Frauen-WM. Genau. Gucken wir mal, wann es weitergeht. Und das hier habe ich auch noch gefunden, guck mal. Da muss sich jeder noch aus der Kindheit dran erinnern. Warte, ich probier's mal. So runter und dann immer wieder. Ja, es hat sogar fast geklappt. Also, das war übrigens mein Lieblingsspielzeug als Kind. Also, ja, es ist weg. Genau, es ist weg. Aber wir haben ja noch einen schönen Film dazu, ne? Genau, von der Catherine Copper, den gucken wir uns jetzt an. Verbesserungstipps gibt's dann im Beitrag selbst, bitteschön. Für seinen Traumjob beworben. Heute bekommt er einen Brief. In dem steht, dass er zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen ist. Jan? Ja, Han. Man hat dich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Freu dich. Halt! Freu dich so froh? Hattest du schon mal ein Bewerbungsgespräch? Und was steht da im Brief? Du sollst einen persönlichen Gegenstand mitbringen? In dieser Verfassung hast du keine Chance. Aber kein Grund zur Panik, wenn du dem Ultimate Survival Guide für Bewerbungsgespräche folgst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wir bringen dich in Form. Erstens brauchst du ein gepflegtes Äußeres. Zweitens brauchst du angemessene Kleidung. Versuch's nochmal. Jetzt hast du es kapiert. Drittens, immer eine Kopie deiner Bewerbungsunterlagen mitbringen. Eine ordentliche Kopie. Genau. Viertens, informiere dich über das Unternehmen. Nicht spielen, kein Facebook. Jetzt konzentriere dich doch mal. Gut, jetzt hast du die Grundvoraussetzungen erfüllt. Nun brauchst du nur noch einen Gegenstand auszusuchen. Er sollte etwas über dich sagen. Du solltest auch ausführlich über ihn sprechen können.
Immerhin will das Unternehmen etwas über deine Persönlichkeit erfahren. Der ist gut. Du bist ein Teamplayer. Du bist sozial und zielorientiert. Mit dir wollen Leute zusammenarbeiten. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Ach so, vielleicht solltest du weitersuchen. Ja, du reist gerne. Du lernst gerne neue Länder und Kulturen kennen. Du bist neugierig und offen. Zeig mal, wie viele Stempel du drin hast. Super, jetzt bist du bereit für dein Bewerbungsgespräch. Aber beeil dich, du musst ja pünktlich erscheinen. Und jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Viel Erfolg! So, Frau Freiberger, wir haben jetzt ja auch gerade gesehen im Beitrag, was denn so alles schiefgehen kann auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch. Was denken Sie denn sind die häufigsten Fehler, die Bewerber machen bei einem Bewerbungsgespräch? Also die häufigsten, also wo Bewerber mit Sicherheit, viele Bewerber aus unserer Erfahrung noch Potenzial haben, ist in der Vorbereitung eigentlich und der Umsetzung dann im Bewerbungsgespräch, was die Selbstdarstellung da geht, angeht. Viele Bewerber beschäftigen sich vorher nicht genug mit ihrem eigenen Profil. Und dann fällt es natürlich auch schwer, wenn dann Fragen kommen wie, warum wollen Sie ausgerechnet zu uns oder warum passen Sie so gut zu uns, das zu beantworten. Ja. Wir empfehlen dann immer, sich frühzeitig mit dem eigenen Kompetenzprofil auseinanderzusetzen, zum Beispiel im Sinne einer Potenzialanalyse. Darauf legen wir auch in Bewerbungsworkshops bei uns sehr viel Wert, dass man sich da frühzeitig mit auseinandersetzt und dann fallen einem auch diese Fragen nicht schwer. Ja. Das Zweite, wo oft noch Nachbesserungsbedarf besteht, ist die Auseinandersetzung mit dem Unternehmen selbst. Ich kann natürlich nur glaubhaft darstellen, dass ich ausgerechnet dahin gehöre und da einen super Beitrag leisten kann zum Unternehmenserfolg, wenn ich mich damit intensiv beschäftigt habe. Ja, ansonsten wird das Ganze auch unglaubwürdig. Ja. Gibt es denn was auch eine interessante Frage ist, kann es denn sein, gibt es so bestimmte Fragen, die auf jeden Fall in jedem Bewerbungsgespräch gefragt werden? Gibt es sowas? Ja, aber es gibt auf jeden Fall Klassiker. Das ist eben dieses eben erwähnte, warum passen Sie denn ausgerechnet zu uns? Oder was haben wir davon, wenn wir Sie nehmen? Das sind so Klassiker, die man dann aber auch gut meistern kann. Und was natürlich auch ein Klassiker ist, ist die Frage nach den berühmten Stärken und Schwächen einer Person. Ja, gut, das kennt Darauf man, ja. Muss man einfach eingestellt sein, dass das, obwohl es ein alter Hut irgendwo ist, sind wir wieder bei dem Hut, das kommt eigentlich mit schöner Regelmäßigkeit. Und da muss man einfach darauf eingestellt sein und sich vorher überlegen, was möchte ich da sagen. Okay, vielen Dank erstmal. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Freiberger. Wir haben noch was ganz Kleines von unserem Orga-Team für Sie mitgebracht. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank auch. So, und dann verabschieden wir uns erstmal und dann geht es nochmal zu Sven und Orkide. Ja, von uns auch ein herzliches Dankeschön, dass Sie da waren. Genau, Dankeschön, dass Sie da. Ja, dann von mir noch persönlich. Einen Applaus für die Inge. Hat sie toll gemacht heute, unsere Co-Moderatorin. Und das ganze Team. Und das ganze Team natürlich auch. Super. Aber okay, hat man jetzt. Ja, ist gut. Das Huhn findet es auch geil. So. Ja. Aber wir wollen nochmal erinnern, wir hatten am Montag Stupawahl, Sondersendung. Ja. Die kommt auch diese Woche noch online. Ja. Könnt ihr euch dann im Netz angucken nochmal, Maschinen. Nochmal angucken und schön wählen gehen. Donnerstag und Freitag habt ihr noch die Möglichkeiten. Genau. Dann ist Schicht im Schacht und es wäre sehr bitter, wenn ihr es nicht tun würdet. Genau, unbedingt wählen gehen, ne? Genau. Und und dann Facebook. Genau, haben wir noch, ne? Das übliche Facebook.com, Babbel.com, OrgaTV mit TE und VAU. Genau. Und ansonsten gehen wir jetzt heim. Genau. Ne? Gehen wir heim. Gut, wünschen euch noch schöne Tage. Gell? Ciao. Hier nun wieder die OrgaTV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag geht der Kampf Autobots vs. Decepticons in die nächste Runde. Transformers 3 startet am 30.06. in den deutschen Kinos. Am Freitag, den 1.07. läuft in Saarbrücken folgendes. Im 7 ist ab 23 Uhr Chocolate Cream angesagt. In der Garage gibt es ab 23 Uhr wieder Best Of. Salsa Fever ist im Havanna angesagt. Und im Nachtwerk heißt es wieder Geiz bleibt geil. Los geht's ab 22 Uhr. OrgaTV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.